Auch wenn die neue Generation noch einmal gewachsen ist, behält er seinen Namen. Alles andere wäre auch aus Marketing-Sicht völliger Blödsinn. Der Mini hat sich inzwischen eine sehr treue Fangemeinde geschaffen und er hat quasi den Weg freigemacht für das Segment der Premium-Kleinwagen. Der Hersteller spricht zwar von einem evolutionär weiterentwickelten Exterior-Design, die neue Generation bleibt aber auf den ersten Blick als Mini zu erkennen. Auch wenn er knapp 10 cm länger geworden ist. Der Radstand ist um fast 3 cm gewachsen, das bedeutet für die Passagiere mehr Platz. Aber auch der Kofferraum ist größer geworden. Der Mini fasst nun ganze 51 Liter mehr. Mit der neuen Generation halten auch neue Assistenzsysteme Einzug. Künftig können ein Head-Up-Display, Fernlicht und Parkassistent geordert werden. Aber auch die Driving Assistant genannte Hilfe mit kamerabasierter aktiver Geschwindigkeitsregelung, Auffahr- und Personenwarnung sorgt für mehr Sicherheit. Neuigkeiten gibt es auch beim Infotainment-Angebot. Die Nutzung sozialer Netzwerke ist nun erstmals möglich. Minitypisch gibt es die Sicherheits- und Komfortassistenten nur gegen Aufpreis. Mitte März steht die neue Mini-Generation bei den Händlern. Zuerst mit der Auswahl aus drei Motoren. Der Cooper hat einen 1,5 Liter Dreizylinder-Benziner unter der Haube, der 136 PS leistet. Der Cooper S kommt mit einem 192 PS starken 2-Liter-Benziner. Zur Markteinführung wird es ein Dieseltriebwerk geben, das 116 PS mobilisiert. Preislich startet der Mini mit dem Cooper bei 19.900 Euro. Die günstigeren Versionen Mini One und Mini One D sollen später nachgereicht werden.